Die Salzburg Wohnbau feiert heuer bereits ihr 20-jähriges Bestehen. Damals, 2001, schließen sich drei gemeinnützige Wohnbauunternehmen zusammen. Ein ganz besonderes Projekt entsteht vor 2 Jahren am ehemaligen Industriestandort der Rauchmühle im Stadtteil Lehn. In nur 32 Monaten Bauzeit entwickelt sich hier ein modernes Quartier. Ja, die Rauchmühle ist ein Projekt, das über einen Masterplan entwickelt wurde. Das heißt, also, man setzt davor ein Architekturverfahren. Dann hat es einen Wettbewerb gegeben und wir haben dann ein skandinavisches Büro, Helen und Hart, als Sieger auserkoren. Also in der Rauchmühle wurden rund 240 Wohnungen errichtet, ich glaube 245 sind es genau. Wir haben dort geförderten Mietwohnbau und Eigentum. In Sachen Energieeffizienz arbeiten die Salzburg Wohnbau und das Greentech-Unternehmen Salzburg AG seit Jahren erfolgreich zusammen. Eine Kooperation, von der das Projekt Rauchmühle nur profitiert. Wir haben ja dort etwas gemacht, eine Dreileiteranlage. Das heißt also, wir sind in den Rücklauf des Fernwärmenetzes mit unserem Gebäude hineingegangen. Ich glaube, das ist die Idealausprägung einer Zusammenarbeit. Ein weiteres Produkt, was ganz wichtig für uns ist, das Wärmedirektservice, was wir hier haben. Also die Fernwärme sozusagen, die in diese Anlage kommt, die wir sozusagen einzeln für unsere Kunden abrechnen können, für jeden speziell. Wir haben hier genau 2 Produktgruppen platziert. Das eine unsere Green-Produkte, wo man mit der Sonne und der Photovoltaikanlage den Strom für uns selber erzeugen, für den Kunden. Dann auf der anderen Seite mit den Elektromobilitätsladelösungen, mit der Schnellladung, die wir im Außenbereich haben, und mit der Wallbox, mit der intelligenten Wallbox und mit dem Batteriespeicher, den wir auch haben, um die Eigenverbrauchsquote für unsere Kunden hier höher zu machen. Bei den E-Ladestationen ist nicht so sehr die Anzahl, die man sofort errichtet, interessant. Es geht uns immer darum, in den nächsten 5-10 Jahren, wie viel wird umgestellt, und derjenige braucht dann keine Zugangsbarrieren mehr fürchten, sondern kann direkt sein Engagement in Sachen Elektromobilität aktivieren. Durch die Tech-Produkte der Salzburg AG wie Fiber to the Home, sprich Glasfaser bis in die Wohnung, ist den Bewohnern schnelles, zuverlässiges Internet garantiert. Durch die Renaturierung der Glan an diesem Abschnitt wird hier ein idyllischer Naherholungsraum geschaffen. Ein modernes Unterflurmüllsystem beugt mit platzsparenden Einwurfsäulen, die unterirdisch verbaut sind, überquellenden Mülltonnen und Geruchsbelästigung vor. Das Quartier Rauchmühle bietet zudem 560 moderne, überdachte Fahrradabstellplätze. Das ist eine besondere Herausforderung, weil es gibt 3 Arten von Radabstellplätzen, Deep-Abstellplätze, die für die Edelbikes sind, die müssen mittlerweile in einer Wohnanlage auch eingeplant werden. Dann Räder, die Lasten tragen, und dann haben wir noch die klassischen Räder, und das meistens unter Dach, also weil jeder will mit seinem Radl im Trocken wegfahren. Die Nachfrage von Kundenseite in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz steigt stetig. Die Fragen sind dabei meist dieselben. Wie kann ich meinen Wärmebedarf ökologischer machen, dekarbonisieren? Wie kann ich bei der Energiewende mithelfen? Und wie kann ich meine Eigenstromverbrauchsquote beeinflussen, indem ich selber mit einer PV-Anlage selber Strom erzeuge? Wie kann ich die Dekarbonisierung unterstützen? Ob Photovoltaikanlage, E-Mobilität oder Fiber to the Home, mit dem Projekt Rauchmühle zeigen die Salzburg Wohnbau und die Salzburg AG einmal mehr, wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz optimal Hand in Hand gehen.